Die Nike Hypervenom Finish kommen als Nachfolger der Nike Hypervenom Phantom. Mit dem Finish gibt es dabei die klassische Version. Mit Socken hinten dran wäre es dann der Phantom, der Finish als klassischer Fußballschuh. Beim Finish gibt es erneut das Nike Skin Material. Nike Skin als Obermaterial ist ein weiches, synthetisches Material, das besonders anpassungsfähig ist und das einen natürlichen Touch ermöglicht. Neu ist dabei, dass die Flywire-Fasern zum Einsatz kommen. Flywire ist ein Fasersystem, das sich einmal im inneren Bereich wiederfindet und einmal auch hier im äußeren Bereich und das dafür sorgt, dass das Gewebe um die Flywire-Fasern leichter und dünner werden kann, da die Flywire-Fasern das Material halten und Stabilität verleihen. Flywire kommt aus Laufschuhen und bietet daher einen unglaublich hohen Laufkomfort. Zudem kommt der Hypervenom Finish im vorderen Bereich mit einer verschweißten Schnürung. Das kennen wir bereits aus dem Nike Mercurial Vapor. Die verschweißte Schnürung sorgt dafür, dass weniger Luftirritationen entstehen können und man so einfach schneller ist. Zudem bringt weniger Feuchtigkeit in die Schuhe ein. Was macht die Hypervenom Finish ansonsten aus? Im Obermaterialbereich kommt zusätzlich wieder Nike ACC zum Einsatz. Das heißt, die komplette Beschichtung im vorderen Bereich ist mit dem All Conditions Control System ausgestattet, durch das mehr Grip bei jedem Speed und bei jeder Wetterlage entsteht. Die Hypervenom Finish kommen mit einer unteren Bereich Nylonsohle, einer Nylonsohle mit geteiltem Zehenbereich. Dieser macht noch reaktionsfreudiger, man spricht von der Split-Toe-Sohle. Die reaktionsfreudige Sohle ist dabei ausgestattet mit konischen Nockenelementen, das heißt, ihr habt einen hohen Laufkomfort, kommt leicht in den Rasenplatz rein und erreicht eine sehr gute Wendigkeit. Für wen sind die Hypervenom Finish gedacht? Finish sind ganz klar Offensivspielerschuhe, auch wenn Torhüter und auf anderen Positionen die Schuhe getragen werden. Gedacht sind sie eigentlich für den offensiven Spielertypen, den Stürmer, der schnell in eine gute Schussposition kommen will und halt eine große Schusszone im vorderen Bereich braucht. Auch alle anderen können aber meiner Meinung nach den Finish ohne Probleme tragen. Hier in der Farbe Wolf Grey und als Hypervenom Finish FG2, das heißt mit der FG-Nockensohle, wie gesagt, ebenfalls hier mit Splitter ausgestattet. Eure Meinung zum Hypervenom Finish? Einfach unten in die Kommentare rein und dann freue ich mich auf eure Meinung.